Hallo zusammen, hier ist der Oskar. Ich bin Freiwilligendienstler bei der MTG Horst und habe heute wieder ein neues Video für euch. Heute üben wir mal ein bisschen Becher stapeln. Dazu braucht ihr 6 Plastikbecher. Am besten aus dem extra Speed Stacking Set. Aber wenn ihr nur normale Becher habt, dann klappt das natürlich auch super. Wir werden heute einfach verschiedene Pyramiden formen, kleine Pyramiden, große Pyramiden und versuchen, das am Ende so schnell wie möglich hinzubekommen. Ich zeige euch jetzt erstmal die große Pyramide. Dazu braucht ihr 3 Becher, die unten stehen, 2 oben drauf und eine ganz oben. Das könnt ihr mal kurz zusammenbauen. Danach bauen wir das mal wieder ab. Und jetzt machen wir das nächste. Und das sind 2 kleine Pyramiden. Die bestehen jeweils aus 3 Bechern. Da kommen 2 nach unten und einer oben drauf. Dann bauen wir das wieder ab und alles wieder zurück in einen Stapel. Weil in dem Stapel fangen wir immer an und in den Stapel hören wir auch dementsprechend immer wieder auf. Das sind die beiden Sachen, die wir heute machen werden. Kleine und große Pyramiden. Und das machen wir jetzt erstmal noch ein paar Mal. Immer abwechselnd eine große Pyramide und dann eine kleine Pyramide. Lasst euch dabei so viel Zeit, wie ihr wollt. Jetzt geht es nur nicht darum, das möglichst schnell zu machen. Jetzt wollen wir erstmal eine ordentliche Pyramide stehen haben, die wir danach immer wieder abbauen, sodass alle sodass alle Becher auf einem Stapel stehen. Das machen wir jetzt nochmal mit 2 kleinen Pyramiden, dass ihr ein bisschen Gefühl kriegt für die Becher, wie die auseinandergehen. Wie die gut stehen. Machen wir das noch ein paar Mal. Ihr könnt dabei auch schon verschiedene Sachen ausprobieren. Was funktioniert besser? Was funktioniert nicht so gut? Wie kriege ich die schneller aufeinander? Wie funktioniert das sauberer? Wenn euch dann mal ein Becher runterfällt oder hinfällt, ist es gar kein Problem. Das passiert mal, das wird mir vielleicht auch noch passieren hier in dem Video. Wir machen nochmal eine große Pyramide und dann nochmal eine kleine hinterher. 2 kleine meine ich natürlich. Bauen wir das wieder ab. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen die Technik davon an, was da ein bisschen hintersteckt, wie man das schneller hinbekommt. Da fangen wir bei der großen Pyramide an. Und wir fangen erstmal an, dass wir jeweils 3 Becher in beiden Händen haben. Und dann lassen wir jeweils 2 Becher von den Stapel stehen, platzieren einen daneben. Und jetzt habt ihr noch 2 Becher in der einen Hand und einen Becher in der anderen. Die platziert ihr dann gleichzeitig auf die 3 Becher und dann nehmt ihr den letzten einfach und platziert den oben drauf. Wir machen das nochmal. Das heißt, wir nehmen wieder 3 Becher in jeder Hand, 2 nebeneinander, einer daneben, dann die nächsten beiden oben drauf und der letzte. Das versuchen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Bauen das wieder ab. Und bauen das Ganze nochmal auf. Oh, seht ihr? Ist mir auch ein Becher ein bisschen aus der Hand gerutscht. Das passiert mal. Machen wir nochmal hier. Versuchen aber immer ein bisschen schneller zu werden. Dann kommen wir zu den 2 kleinen Pyramiden. Wir machen das wieder mit beiden Händen, jeweils 3 Becher. Und wir bauen einfach gleichzeitig beide Pyramiden auf. Und dann sind wir schon fertig. Das heißt, wie immer, erstmal die beiden, die unten stehen, und danach die letzte oben drauf. Das machen wir noch ein paar Mal. Ihr könnt schauen, wie es euch angenehmer ist, ob ihr wollt, dass eure beiden Hände in dieselbe Richtung arbeiten. Oder zum Beispiel von außen nach innen. Das heißt, dass ihr erst jeweils den äußeren
Becher platziert, danach den inneren, oder ob er das gleichzeitig macht oder andersrum, dass er innen anfängt, danach außen geht. Probiert mal aus, was euch am besten gefällt. Ich finde es am besten, wenn die parallel arbeiten, die Hände, weil du quasi dann dieselbe Bewegung hast für beide Hände und ja, meiner Meinung nach ist das am einfachsten, aber wie gesagt, entscheidet selber, was euch da am besten gefällt. Und nachdem wir jetzt beides raus haben mit der Technik, ihr könnt gerne auch das Video pausieren und ein bisschen weiter üben. Aber wenn ihr denkt, dass ihr, also wenn ihr euch schon sicher fühlt, dann versuchen wir jetzt mal das Ganze bisschen schneller zu machen. Das heißt, wir bauen jetzt erst eine große Pyramide, danach bauen wir alles wieder in einen Stapel und danach bauen wir zwei kleine Pyramiden und danach bauen wir alles wieder in einen Stapel und dann sind wir fertig. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Jeweils drei in beide Hände, eine große Pyramide bauen, abbauen und direkt danach zwei kleine Pyramiden wieder zusammenbauen und wir sind fertig. Wir machen das jetzt noch einmal. Dann zwei kleine Pyramiden und dann bauen wir die auch wieder zusammen. Wo man natürlich auch noch ganz gut Zeit sparen kann, ist beim Zusammenbauen. Da gibt es auch eine Technik, die ich euch noch zeigen will. Dazu baut ihr erstmal eine große Pyramide auf und dann wollt ihr diese drei Becher, so sieht man es gut, diese drei Becher wollt ihr alle in einem Schwung in einen Dreierstapel packen, sodass ihr nur noch diese kleine Pyramide habt. Da rutscht ihr auch einfach rüber und packt dann beide Stapel auf den letzten stehenden. Und damit habt ihr einen Stapel, wie es sein muss. Wir versuchen das nochmal. Eine große Pyramide. Wir nehmen erstmal die drei Außen. Alle in einen Stapel. Danach packen wir einfach die beiden Stapel auf den mittleren. Und jetzt versuchen wir das mal möglichst schnell zu machen. Das heißt, da kann man, wie ihr sehen könnt, richtig Zeit sparen, wenn man das richtig macht. Das versuchen wir deswegen jetzt auch noch einmal, damit ihr am Ende eine möglichst gute Zeit habt. Ja, noch einmal und danach gehen wir zu den kleinen Pyramiden. So, wir bauen jetzt erstmal wieder zwei kleine Pyramiden auf. Und diesmal ist es ziemlich primitiv. Einfach so. Guckt, dass ihr gleichzeitig mit beiden Händen arbeitet und nicht erst den einen und dann den anderen. Wir versuchen das noch einmal. Beide Hände gleichzeitig. Und dann beide hier drauf. Und dann zum Schluss packen wir den einen Dreierstapel auf dem anderen. So könnt ihr die beste Zeit erzielen. Wir versuchen das nochmal. Und so steht ihr die kleinen Stapel, die kleinen Pyramiden zusammen in einen Stapel. Jetzt versuchen wir es nochmal. Erstmal eine große Pyramide, danach eine kleine Pyramide bauen, danach wieder alles in einen Stapel. Und dabei möglichst schnell zu sein. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr schnell die Sachen wieder abbauen könnt, dass ihr da euch auch vielleicht ein, zwei Sekündchen sparen könnt. Oh, genau, wir machen das natürlich wieder schnell. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wenn euch hier bei den Schnellen mal ein Eimer, ich meine ein Becher, runterfällt, ist es gar kein Problem. Dann könnt ihr einfach einen neuen Versuch starten. Ich mache auch nochmal einen neuen Versuch. Wir starten natürlich mit beiden Händen, liegen flach auf der Oberfläche, wo ihr das drauf macht. Ob ihr es auf dem Boden oder auf dem Tisch macht, ist eigentlich relativ egal. Und dann nochmal. Ihr könnt auch zum Beispiel mal eure Eltern fragen, ob die mitmessen wollen, ob ihr gucken könnt, ob ihr euch vielleicht über die Zeitspanne des Videos ein bisschen verbessert habt. Und jetzt, wo wir das raus haben, wie das alles schnell geht, fangen wir jetzt noch an, noch ein paar Sportübungen mit reinzubringen. Und dazu machen wir jetzt erstmal fünf Hampelmänner und danach springen wir sofort zu den Bechern,
machen eine große Pyramide, machen zwei kleine Pyramiden und bringen alles wieder zusammen in die Ausgangslage, also alle Becher aufeinander. Wir machen das jetzt mal und versuchen das alles so schnell wie möglich zu machen. Jetzt schnell zu den Bechern. Eine große Pyramide bauen. Ah, guck, da habe ich mich jetzt auch verbaut. Zusammen, zwei kleine. Zusammen und dann haben wir das auch. Jetzt machen wir das nochmal. Erstmal machen wir fünf Hampelmänner. Dann gehen wir schnell zu denen. Bauen einen Stapel. Bauen zwei kleine Pyramiden, bauen das wieder zusammen und dann sind wir fertig. Was ihr auch noch machen könnt, ist zum Beispiel, dass ihr Burpees macht. Das heißt, ihr legt euch mit eurer Brust und eurer Bauch auf den Boden, steht ganz schnell wieder auf oder er springt ganz schnell wieder auf und dann versucht ihr das auch nochmal. Ich mach's mal vor. Ihr macht ein Burpee! Ah. Danach baut ihr eine Pyramide. Und danach zwei kleine. Ihr seht, ich bin jetzt auch schon ein bisschen unkonzentrierter durch das Sportmachen. Das geht da ganz schnell. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Alternativ könnt ihr auch zum Beispiel zweimal durch euer Zimmer rennen oder durch den Raum, wo ihr das macht mit dem Video. Und das danach machen. Ihr könnt auch zum Beispiel fünf Kniebeugen machen. Dann macht ihr einfach ein paar Kniebeugen. Bewegt euch zu den Bechern und stapelt die ganz schnell. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch einmal einen letzten Versuch, das Ganze möglichst schnell zu machen. Das heißt, wir machen das jetzt mit den Hampelmännern. Fünf Hampelmänner, dann ganz, ganz schnell zu den Bechern. Und danach versucht ihr die Becher so schnell wie möglich in eine große Pyramide, danach in zwei kleine Pyramiden zu stapeln. Dann, wenn ihr bereit seid, legen wir los. Schnell zu den Bechern. Oh Gott. Und jetzt bin ich fertig. Das lassen wir jetzt einfach mal hier so stehen. Ihr könnt es gerne noch ein paar Mal versuchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch Rückmeldungen habt, dann höre ich die gerne. Ich höre natürlich auch gerne eure tollen Zeiten, die ihr erreicht habt mit den Hampelmännern. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!